damit hallo und herzlich willkommen zurück. Und es ist immer noch nicht Nacht, oder? Mittlerweile doch schon? Ja, doch, es war Nacht. Okay, ich hatte das jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ha, gut, also fröhlich weiter ans Werk und weiter geklöppelt. Ich denke, wenn das da so ein bisschen frei hängend ist und wo dann runterläuft, dann kann man das ganz gut sehen vom Dorf aus. Und ja, ich glaube schon. Ich glaube, das könnte gut werden. Ich hoffe es. Ja, es ist so mit den Trichtern, ne? Dadurch, dass wir das schon so elendig lange nicht mehr gemacht haben, ist man da dann wirklich so ein bisschen am Grübeln. Jetzt muss ich nochmal überlegen, also wenn wir jetzt hier. Wenn wir jetzt hier die Kiste haben. Ich muss einfach mal Kisten machen. So, hab ich eine Werkbank? Natürlich nicht. Doch, da ist eine. Guck mal. Da ist eine. Herrlich. Da ist eine Werkbank. Wunderbärchenhaft. Ja, die brauchen wir jetzt auch, deshalb. Genau, sehr schön. Okay, wir brauchen Kisten. Was ist das? Tropenholz. Nur Tropenholz haben wir eigentlich. Eigentlich hatten wir Tropenholz genug. Fichte. Wir haben eindeutig viel zu viel Gedöns. Ah, das ist noch nicht ausreichend, aber. Okay, mach einfach noch mal ein bisschen mehr. So. Okay, das müsste jetzt. Wobei, nee, oder komm. Einfach noch mal so ein bisschen mehr hier, komm. Dann habe ich nicht irgendwo das mit den Kisten. Müsste das nicht hier irgendwo sein? Sehr schön. Viel, viel besser. Auf jeden Fall. Okay, also sagen wir mal. Ich brauche noch ein. Ich habe das Eisen. Oh, ich habe das Eisen sogar noch dabei. Das ist super. Aber ich brauche definitiv für mein Experiment noch einen weiteren Trichter. Genau. Also, sagen wir mal, von da oben kommt das irgendwie. Das heißt, dann habe ich hier. Die Truhe. Ja, da sagen wir, ich habe sie hier. Ich finde es übrigens gut, dass das jetzt so geht mittlerweile. Okay, also wir haben hier die Truhe. So. Ich muss das mal hier oben noch wegklöppeln, das geht sonst nicht. Oh, ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich überall Kies drunter. Oh, bitte nicht. Dann kriege ich einen Rappel. Dum, 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 dum. Ich muss es kurz machen, das geht sonst nicht, das an einer Stelle anzufangen und dann nicht fertig zu machen, das irgendwie. Nee, irgendwie ist das nix. So, ich hoffe, dass nicht überall. Oh Gott sei Dank, ey, ich hasse das mit dem Kies, ne? Ich mag Kies auch nicht. Wir haben den ganze Zeit lang ja immer für die Wege benutzt, aber so im Moment, nee. Ist nicht mehr hübsch. Also das kommt da an. Mal kurz einen kleinen Weg. Genau. Ist das verbunden? Ja, sieht so aus. Du müsstest ja jetzt hier. Genau, das ist dann in dieser Truhe. Jetzt möchte ich eigentlich. Ja, das geht, aber das will ich nicht. So, aber eigentlich soll es nämlich jetzt so sein. Aber das geht, glaube ich, nicht. Oder kann ich das? Warte mal. Da haben wir es. Okay. Wenn ich das jetzt so mache. Ah, okay, dann geht das doch. Okay, super. Sehr schön. Da ist es nicht drin. Da ist es auch nicht. Aber es ist hier. Okay, also das funktioniert dann wirklich. Dann habe ich das richtig in Erinnerung. Sehr schön.
Das heißt, dann können wir das nämlich aufteilen. Dann hat man halt wirklich genügend Möglichkeiten, entsprechend das zu machen. Was jetzt nur für mich bedeutet einmal, warte. Lass das mal weg, genau. Das muss weg. Und dann kommt einfach erstmal das hier hin. Und dann muss nämlich das hier hin. Und hier hin. Und dann hoffe ich, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dass wir das einmal so machen. Und okay, erstmal noch mal ein paar mehr von den Kisten. Das war hier, glaube ich, ne? Ja. Genau, und dann. Weil meine Hoffnung ist, dass man das halt, dadurch, dass es eine zwei breite Truhe ist, zwei Felderbreite, dass man das aufteilen kann, dass man sagen kann, okay, es geht sowohl nach links als auch nach rechts, ne? Ja, sieht ja ganz gut aus, also sollte dann theoretisch auch so funktionieren. Mal gucken, ich weiß ja nicht, ob er das dann so zufällig macht. Achso. Ich glaube, das kommt darauf an, wie voll das dann ist, ne? Okay, das ist jetzt alles hier drin. Das heißt, er wird wahrscheinlich, weil das hier ist, entsprechend das zuerst bedienen. Ja, es kann sein, das geht dann hier rein und dann geht es dahin. Jetzt bin ich noch am Überlegen. Ja, wir probieren das mal aus. Komm, wir machen einfach mal hier jetzt alles so rein da. Komm. Das dauert ja dann auch immer eine Weile. So. Das hat er jetzt dann alles hier drin. Ja, ne? Alles aufnehmen. Wir müssen diese kleine Truhe jetzt mal voll kriegen. Ich weiß bloß nicht, ob wir das schaffen. Sollten wir eigentlich aber. Eigentlich müssen wir nur ganz viele verschiedene Sachen geben. Warte, das nicht. Das. Weil umso schneller ist der Platz ja voll. Immer eigentlich nur so eins von einer Sorte reicht schon. So, wie voll ist es? Naja, okay, wir sehen ein bisschen was geht auf jeden Fall noch. Haben wir schon, haben wir auch schon. Fichtenstamm haben wir noch nicht. Tropenbaumstamm ist drin, das ist noch nicht da. Das auch nicht, das auch nicht. Ja, ich glaube, das klappt aber nicht, so wie ich mir das vorstelle. Weil meine Idee ist jetzt halt zu gucken, okay, reicht es aus an der Stelle? Also hier kommt Melone, können wir noch reinpacken. Erde können wir reinpacken. Einen Wassereimer kann ich reinpacken. Achso, eine Treppenstufe hat er gar nicht genommen. Und Erde habe ich auch nicht. Okay, gut, dann, ja. Eine Melone, ein Stück Erde, ein Eimer und das. Ja, sehr schön. Das sieht schon ganz gut aus. So. Was haben wir noch nicht? Eisen haben wir noch nicht. Wir haben davon noch keins. Das haben wir auch noch nicht. Und Kohle haben wir auch noch nicht. Okay. Und dann machen wir einfach das hier. Und dann ist er jetzt voll. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das haben wir noch nicht drin. Stein. Der Stein müsste dann ja jetzt. Achso, warte halt, nee. Ah, der wird jetzt nämlich erst den Trichter voll machen. Denke ich mal.
Oder? Ah, jetzt läuft der Trichter voll, genau. Ich glaube, es wird gleich dunkel. Das ist natürlich jetzt Kacke. Okay, der scheint voll zu sein. Ich glaube, jetzt müssen wir bloß erstmal ins Bett, bevor wir das weiterprobieren können, das Experiment. Ja, das ist jetzt voll, okay. Das heißt, ist er jetzt da hingegangen oder was? Hm, okay, wir müssen gleich noch ein paar andere Sachen. Wow, das ist so gar nicht gut. Hilfe, Hilfe. Ich habe nichts gesehen, was sich bewegt. Okay. Puh, sehr schön. Dann ja, verabschiede ich mich und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder.